Der nächste Vortrag ist 3D-Projektplanung Stadtentwicklung mit Perspektive aus dem Track Praxisberichte von Matthäus Lenzinski. Ja, vielen Dank. Hi in die Runde, schön, dass ihr alle noch da seid. Jetzt nach diesen kurzen Inputs nacheinander gibt es nochmal einen kurzen Bericht von mir. Mein Name ist Matthäus Lenzinski, ich arbeite für die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen. Ich komme also aus dem öffentlichen Dienst hier in Hamburg und ich arbeite in dem Projekt, das nennt sich Connected Urban Twins. Da beschäftigen wir uns mit der Fragestellung, wie kann man digitale urbane Zwillinge nutzbar machen für die Stadtentwicklung. Das ist also das Thema. Arbeiten damit Leipzig und München zusammen und der LGV ist auch dabei, wir als BSW sind dabei. Ganz viele Leute, die ihr bestimmt kennt, sind da dabei. Das ist ein tolles Projekt. An dieser Stelle nur einmal kurz vorgestellt, ein Anwendungsfall. Wir haben uns also viele verschiedene Anwendungsfälle in dem Projekt ausgedacht. Einer heißt 3D-Projektplaner und da geht es um Folgendes. Wir haben im Wesentlichen das Masterportal, das kennt ihr wahrscheinlich alle zu großen Teilen, also ein WebGIS-Client-Programm, das hier in Hamburg vom LGV entwickelt wird, befähigt 3D-Modelle zu visualisieren im städtischen Kontext und auch 3D zeichnen zu können. Das sind so die wesentlichen Funktionen. Ich zeige sie gleich im Video. Aber warum ist das wichtig? Ich komme ja aus der Stadtentwicklungsbehörde und wir beschäftigen uns viel mit Gebäuden, könnt ihr euch ja wahrscheinlich vorstellen. Und was uns gefehlt hat oder was uns hilft, ist, dass wir die Möglichkeit bekommen, Bauvorhaben von Privaten, von Projektentwicklern zum Beispiel, die ein neues Gebäude in der Stadt planen, dass wir die nicht nur als Rendering sehen auf einem schönen Bild, sondern im städtischen Kontext visualisieren können und mit Geodaten verschneiden können und vor allen Dingen auch Perspektiven simulieren können. Und ich habe jetzt hier einfach nur ein Video mitgebracht, weil ich der Technik nicht vertraut habe, aber ihr könnt jetzt schon, weil es im Masterportal Core ist, diese Features testen. Die heißen, das Hauptfeature, das wir entwickelt haben, heißt 3D Modeler. Und da könnt ihr jetzt also im Wesentlichen, wie ihr hier im Video seht, euch im Kartenclient das 3D-Modell anzeigen lassen. Und an dem Anwendungsfall sind drei Besonderheiten. Das eine ist, also ist alles Open Source. Die Daten sind in Hamburg zumindest auch Open Data. Das sind also 3D-Teils, Gebäudedaten, die ihr hier in dem Video sehen könnt. Und was ich jetzt hier gemacht habe, ist einfach ein 3D-Modell von einem Gebäude dort implementiert habe. Also ist es alles OGC-konform, ist es Open Data, zumindest in Hamburg, was die Gebäudedaten angeht. Das ist also das eine coole. Die zweite Besonderheit, ich habe so drei Kernbotschaften. Die zweite Besonderheit ist die, dass wir das also im Schulterschluss entwickelt haben. Wir als Behörde für Stadtentwicklung zusammen mit Dataport und natürlich auf der Grundlage vom Landesbetrieb Geoinformation, die ja das Masterportal entwickelt haben. Das ist so ein bisschen neu für uns gewesen, das so in dem Kontext zu machen, aber hat einen sehr guten Effekt oder ein sehr gutes Ergebnis erzielt. Und die zweite Sache, das ist alles OGC-konform ist und Open-Data-konform ist, das habe ich gerade schon gesagt. Und die dritte Sache, die mir natürlich besonders am Herzen liegt, ist wirklich, dass man ein bisschen Objektivität in die Diskussion reinbringt, wenn man Planungsvorhaben versucht abzustimmen. Und ihr seht es hier ja auch, also man sieht zum Beispiel die Möglichkeit, hier im Client auch einen Schattenwurf zu simulieren. Das ist auch für uns natürlich in der Planung total relevant. Bei so einem kleinen Gebäude jetzt vielleicht nicht, aber ihr könnt euch ja vorstellen, je größer das wird, desto mehr wird auch der Schattenwurf das Thema werden. Hier habe ich jetzt in dem Video nur die Importer-Funktion gezeigt. Man kann aber auch den 3D-Draw benutzen. Das ist also eine Möglichkeit, dass man auch Gebäude, zumindest Kubaturen, zeichnen kann hier im 3D-Bereich. Und auch da die Möglichkeit hat, das ist eine Anforderung gewesen von unseren Kolleginnen und Kollegen, schnell mal einen Entwurf zu zeichnen. Also nicht jetzt groß einen tollen architektonischen Entwurf, sondern mal ein paar Gebäude entfernen und gucken, wie sieht das aus, wenn man 3, 4 neue Gebäude reinsetzt. Genau, also abschließend total für uns ein total großer Erfolg, einfach deshalb, weil wir auf das Masterportal aufsetzen konnten und bei uns ein Fachportal damit aufsetzen konnten, was man nicht vorher installieren muss, wo man nichts als User vorher machen muss. Man ruft eine URL auf, kann das benutzen. Aufruf an euch, connectedurbantwins.de auschecken, da gibt es Informationen zu dem Anwendungsfall, könnt ihr euch angucken, Handbuch, auch der Verweis aufs Masterportal-Repository, das ist da alles im Core drin und ausprobieren, Feedback geben, würde mich freuen. Vielen lieben Dank. Das war's.